Mein Name ist Patricia Eberhardt. Ich komme hier aus der Umgebung von Sömmerda und habe in Halle studiert, habe mein Schweizer Staatsexamen abgelegt und bin jetzt als PJ-Studentin im KMG-Klinikum Sömmerda. Ich hatte mir gewünscht, dass ich im praktischen Jahr die Möglichkeit habe, wie der Name auch schon sagt, praktisch zu arbeiten. Habe mir gewünscht, in ein Team zu kommen, was Lust hat, auch was beizubringen und einen auch auf Augenhöhe auch irgendwo behandelt und mit einbezieht. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Ich habe eigentlich fast schon ein bisschen mehr jetzt hier erlebt, was ich erwartet habe. Und also ich kann eigentlich sagen, dass sich meine Erwartungen erfüllt haben und ich froh bin, dass ich in Sömmerda mein PJ gemacht habe. Ich glaube, für das praktische Jahr ist es wichtig, dass man vielfältigen Input hat, dass man die Möglichkeit hat, auch selbst tätig zu werden und auch in den Austausch mit den Ärzten zu kommen. Der Schockraum ist für mich immer irgendwo aufregend, egal wie. Ich glaube, das ist einfach was, wo man Routine braucht. Ich fühle mich aber mittlerweile schon relativ sicher an dem, was ich mache, weil ich das jetzt schon öfter machen durfte und eigentlich auch immer jemand dabei ist, der mir drüber schaut, so wie das heute auch war. Der Tagesablauf hängt ein bisschen davon ab, ob man sich in der Notaufnahme befindet oder auf den Stationen. Hier in der Notaufnahme ist es meistens so, dass man morgens erstmal zusammenkommt und sich ein bisschen aufteilt. Es gibt den ambulanten Bereich, der sich eher mit den fußläufigen Patienten beschäftigt, die auch meistens dann wieder nach Hause gehen können. Und dann haben wir noch den Notaufnahmebereich, der die Notfälle, die mit dem Rettungswagen kommen oder die Patienten, die sich als Notfall dann entpuppen, wenn sie am Tresen stehen, beschäftigt. Das sind meistens dann auch, ist auch meistens ein bisschen ein Unterschied. Das sind zum einen dann chirurgische Patienten und zum anderen mehr internistische Patienten. Genau. Und je nachdem, wo man dann eingeteilt ist, wird man in die entsprechenden, auf die entsprechende Seite einem Arzt zugewiesen und kann dann je nach, ich sag mal, Kenntnisstand und wie lange man schon da ist, auch immer auch eigenständiger arbeiten und unter Anleitung seiner Patienten, die kommen, abhandeln. Auf Station läuft das Ganze anders. In der Chirurgie ist es zum Beispiel so, da bin ich nun gerade, dass man morgens eine Röntgenbesprechung hat, zu der die ganzen Ärzte sich zusammenfinden, zusammen mit dem Radiologen, um die Fälle der Nacht und des Tages davor sich anzuschauen. Und dann wird sich aufgeteilt auf den OP und auf die Station. Und meistens ist es auch so, dass ein PJler mitgehen kann in den OP, zum Beispiel zum Assistieren oder zum Zuschauen. Oder dann eben auf Station geht, um dort Blutentnahmen zu machen, Stationsarbeit, ein bisschen Briefe schreiben oder in die Ambulanz zu gehen. Ich habe mich tatsächlich bewusst für ein kleines Haus entschieden und auch recht bewusst für Sömmerda, weil ich gehört habe, dass hier sich bemüht wird um die Studenten und um die Lehre. Weil ich glaube, dass in den kleineren Häusern einfach die Basis und Grundkenntnisse für das, gerade für den Start als Assistenzarzt vermittelt werden. Es ist zwar toll, wenn man viele aufregende OPs vielleicht sieht, die auch seltene Sachen behandeln und das ist auch alles spannend, aber im Prinzip, wenn man dann anfängt, ist man nicht derjenige, der das machen darf, weil das nun mal eher so eine Oberarztarbeit ist vielleicht. Und diese Grundhandfertigkeiten sind, denke ich, in einem kleineren Haus einfacher zu lernen. Zumal auch man sich nicht so darum prügeln muss, dass man auch zum Zug kommt. Wie es vielleicht eher in großen Krankenhäusern oder Unikliniken der Fall ist. Ich finde, ich bin hier Teil des Teams. Also ich fühle mich sehr gut aufgehoben und wir haben eine sehr familiäre und auch angenehme Stimmung untereinander, so dass man sich meistens duzt und auch einfach gerne mal zusammensitzt zum Frühstück oder Mittagessen, wenn sich die Zeit ergibt.